Hallo, Knuspe, Keks und Blubbererschchen. Willkommen zurück in Mordor. Lass mal hier die nächste Quest machen. Ich habe 2 von 4 Häuptlingen schon erledigt. Lass mal hier jetzt durchdringendes Licht machen. Zeig Ogbur, dem Schildmeister, dass ein Elbenbogenschütze seine Unterstützer jagt. Na gut, dann lass uns das mal machen. Runter hier mit uns. Yeah, los geht's. 600 Fuß, das ist nicht allzu weit. Hier vorbei an Orks und Uruks. Lass sie uns alle jagen. So. Die Hälfte haben wir schon hinter uns, 300 Fuß. Oh, ich sehe gerade, das sind anscheinend 2 Quests. Nee. Nee. Eine ist noch 50 Fuß entfernt, circa. Lass uns die mal starten. So. Aha, das ist Ogbur der Schildmeister, ein Elite-Häuptling, den wir jetzt hier anscheinend killen müssen. Aber die andere Quest sieht so ähnlich aus. Tod aus weiter Ferne treibt den Häuptling hervor. Oh, Tod aus weiter Ferne. Okay. So. Töte Unterstützer durch Angriffe mit dem Bogen. Ja, okay, Unterstützer. Aha, die finde ich da drinnen. In der Burg. Lass mal hier anschleichen. Lass mal sehen, ob ich den hier sehe. Ach komm, ich bin doch hier geschützt. So. Nummer 1. Was? 1 von 5. Okidoki. So, lass mal hier elegant gleich Pfeil aufsammeln und dann da nach oben krachen, wo wir den jetzt down gemacht haben. Udo nervt langsam. Wie ist Grog hier? Sieh mal, da drüben ist noch einer. Woanders hingeschickt, aber wir sitzen immer noch hier fest. Aber das ist kein Unterstützer anscheinend. Und ich muss einen bestimmten Mob anscheinend wegmachen hier. So, sieh mal, hier ist mir wieder einer markiert. Den werden wir uns auch gleich als nächstes schnappen. Zack. Jetzt sind die hier in Alarmbereitschaft versetzt worden. Allerdings macht mir das gar nichts. So, lass mal hier weiter die Burg entlang gehen. Bevor mich der noch irgendwie, also bevor mich der Sieden Alarm schlagen kann, werde ich ihn wegmachen. Wegfatzen. Oh, sieh mal, hier ist einer. Ich werde auch den jetzt einfach wegfatzen. Ja. Yeah. So, jetzt habe ich 3 von 5 erledigt. Ich habe das Gefühl, dass hier drüben mehr sind. Mehr von diesen Unterstützern. Ich werde deswegen jetzt einfach da nach unten springen. Und hier meinen Standort wechseln. Hier hoch jetzt. Komm schon, Waldläufer. So, und hoch, 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 hoch. Jawohl. Ganz nach oben. Tod von oben. Und hier haben wir schon einen Unterstützer mitten in der Base. Auch hier haben wir viele Unterstützer. Okay, Fokus ist voll. Rein theoretisch müsste ich die jetzt eigentlich problemlos nacheinander ausschalten können. 1. Und 2. So, und jetzt lass mal nachsehen. Sieh mal. Ogbur, Schildmeister, ist erschienen. Ogbur, Ogbur, Ogbur. Ogbur werde ich jetzt den Kopf abhacken, meine lieben Orks und Uruks. Sieh mal, der ist da unten. Lass mich mal nachsehen, welche Stärken und Schwächen denn der hier hat. Skog. Anfällig für Schleichtodestöße. Oh, wie geil. Kann durch Schleichtodestöße sofort getötet werden. Ja, dann lass das doch gleich mal versuchen hier. Fort! Bam, Alter! Volle Kanne! Erledigt den Bastard! Los, jetzt haben sie mich hier zwar entdeckt, aber ich werde hier jetzt mal elegant übers Feuer und dann mal nach oben, um hier aus den Augen der Orks zu verschwinden. Wo ist denn der Boss hin? Da ist der Boss. Kann ich denn
Seine Stärken. Okay, kann durch Schleichangriffe verwundet werden. Kann durch Kampftodesstöße verwundet werden. Okay. Okay. Aber hier war noch eine Rune. Und hier ist weit und breit kein Gegner. Ich werde daher hier diese Rune aufsammeln. Okay, jetzt haben sie mich wieder entdeckt, aber ich werde hier einfach wieder... Scheiße. Ich werde hier einfach wieder nach oben laufen. Da hat sich etwas bewegt. Ja, ja, ich denke auch, dass sich da was bewegt hat, du verdammter Penner. Der will hier Alarm schlagen. Das kann ich natürlich nicht zulassen. So, und jetzt, wo ist denn der Boss? Like a Boss. Er sagt, er ist tot. Ich habe neben ihm einen Headshot verpasst. Verdammt. Ach, mal sehen. Kann ich den vielleicht hier zum Feuer locken? Mal sehen. Habe ich da gerade etwas gehört? Hat da einer reagiert? Nee. Da hat jetzt mal keiner reagiert, oder? Nee, ist dir denn egal. Okidoki. Lass mal da nach drüben laufen. Und hier den Ork hier, diesen Fernkämpfer hier am Turm, lass den mal aufzehren. So, jetzt lass mal aufzehren und hier Elbengeschoss wieder erlangen. Ich brauche unbedingt noch Pfeile. So. Da hat mich jetzt jemand entdeckt, aber das kommt mir eigentlich ganz gelegen, denn ich kann jetzt hier weg und kann... und hoffe, dass jetzt hier weniger Gegner beim Boss sein werden. Nee. Lauf doch mal da in die Gegend. Ja, genau, Waldläufer. Hoch mit dir. Ach, das ist wieder super spannend. Ich liebe es. So. Hier ist jetzt der Boss. Ist der jetzt alleine? Nee, der ist nicht alleine. Aber wie viele sind denn hier rundum? Oh, scheiße, verdammt viele. Alter Schwede. Kann ich denn die jetzt hier zum Lagerfeuer locken? Mal sehen. Laufen denn hier jetzt Gegner zum Lagerfeuer? Nein, ist denen allen scheißegal. Ist ihnen allen egal. Okidoki, dann lass mal kurz nachsehen, ob ich hier irgendwo Karagore einsetzen kann, um die hier vielleicht so ein wenig abzulenken. Sieh mal hier, lass das doch mal tun. Hier ein Karagor ins Lager locken und dann versuchen hier den Boss irgendwie zu erwischen. Oh fuck, ich habe ihn in Enrage versetzt. Mist. Scheiße hier. Oh mein Gott, es sind so viele. Es sind so viele Orks und Uruks. Oh mein Gott. Seht ihr das, was sich da unten tut? Hey, Wahnsinn, sage ich nur. Wie soll ich das denn schaffen? Hey? Habe ich denn hier noch irgendwelche Karagor? Nee, leider nicht. Der stinkende Feigling ist weg. Alter, jetzt haben sie die Karagor leider erledigt und es sind hier mindestens 20 Uruks rund um den Boss. Ich kann nur hoffen, dass der... Oder ich werde mal hier versuchen, die da hinzulocken. Shit, sie haben mich gesehen. Oh Gott, warum haben die mich denn gesehen? Ich habe doch von oben geballert. Oh nein, ich wollte doch gar nicht hinunterspringen. Ach, watch else. So. Jetzt haben sie mich verloren. Jetzt haben sie die Fährte verloren. Jetzt lass mal nachsehen. Wo ist denn jetzt der Boss? Oh, wenn der jetzt nach draußen schleicht, könnte ich ihn unter Umständen alleine erwischen. Das wäre ja zu geil. Komm schon, bitte. Komm hierher.
Der Tag ist wohl abgehauen. Fuck. Fuck. Lass mal hier versuchen, die Orks und Uruks hier... Ja, ja. Deine Pfeile ab und stell dich wie ein Mann, nicht wie ein feiger Schrack. Oh, komm her, ich hack dir doch deinen fetten Uruk-Kopf ab. So, jetzt pass mal auf. Lass die mal versuchen, hier nach draußen zu locken, alle. Oder sagen wir, so viele als möglich. Shit, das sind verdammt viele. Das sind verdammt viele. Lass mal hier die Wand in den Turm hoch. Er hat mich jetzt was getroffen. Oh, was bist du, oder wie? Shit. Der Penner trifft mich jetzt die ganze Zeit. So, jetzt lass mal den hier wegmachen. Jawohl. So, jetzt haben sie mich wieder verloren. Jetzt mal sehen, wo der Boss hinläuft. Shit, Alter. Eine Million Gegner. Wie soll denn der Papa das jetzt hier machen wieder, Mario? Die Tapferkeit der Menschen. Oh mein Gott, wie kann ich die denn alle erledigen, hä? Ja, lässt sich der denn hier irgendwie weglocken? Ich denke nicht. Für jeden Uruk, den du getötet hast, reiß ich dir eine Handvoll okay. Fleisch vom Leib. Jetzt pass mal auf, Alter. Jetzt werde ich dich mal anzünden, du Trottel. Hier, so, jetzt bist du mal angezogen. Und jetzt werde ich dir mal einen Schleichtornenstoß versetzen. What the fuck? Hey, Alter, ich dachte, ich kann den angreifen. Ich dachte, der ist besonders anfällig gegen so Schleichtornenstöße. Musst du dich kurz ausruhen? Oh shit, die sehen mich hier ja doch. Na fuck. Shit. Okay, egal. Lass mal hier jetzt das Wespennest hier hinunterschießen. So. Gut. Jetzt fliehen sie alle. Flieht, ihr Narren. Und jetzt lassen wir nochmal durchlesen, wo denn der... Aha, der hat jetzt hier eine Eigenschaft verloren, weil er in Enrage ist. Und jetzt kann er nur noch durch Kampftodesstöße hier großartig verletzt werden. Okidoki. Kann ich dich, Penner, denn hier irgendwie weglocken? Lass mal versuchen, egal. Alter, komm schon. Ihr seid ein Haufen Nichts. Okay, dann schieße ich dem jetzt mal in den Kopf. Mal sehen, ob der das... Ja, da krieg ich genau keinen Damage, hey. Du kannst es nicht mit uns allen aufnehmen. Shit. So ein Fuck, hey. So ein Fuck aber auch. Wie soll denn das funktionieren bei einer Million Gegner, hey? Schwede. Ja, ja. Alter, jetzt kann ich hier... Jetzt schaffe ich es nicht mal mehr hier zu blocken, oder wie? Alter Fuchs. Lass mal schnell hier nach hinten Kraut essen gehen. So, da kommt jetzt einer. Den lass mal wegratzen mit dem Header. Okay, da kommt der Boss. Like a boss. Lass mal hier Pfeile aufsammeln und dann hier hinüber versuchen, die loszuwerden. Okay, jetzt sind mir die hier alle gefolgt. Jetzt lass mal sehen, ob ich die loswerden kann. Shit, der ist hier ganz alleine, oder wie? Das wäre ja zu geil.
Komm schon, ich muss doch auch mal Glück haben. So, jetzt komm hierher. Jetzt hat der schon wieder alle alarmiert, oder wie? Oder wie, oder was? Alter Schwede, ist doch nicht euer Ernst. Okidoki. Ja, da kannst du daneben schlagen, was du willst, du Spasti. Okay, hoch hier. Und dann hier mal runter. Und mal sehen. Ne, die sehen mich immer noch. Oh, Alter, das ist der Armada. Der Armada von Gegnern. Sieh mal, wie sie mir alle nachlaufen. Es ist einfach zu geil. So, komm. Es ist zu geil. Es ist hier aber auch nirgends irgendwo ein Busch, wo ich mich verstecken könnte. Ich werde mal jetzt hier hineingehen, in diesen Busch. Okay, jetzt haben sie meine Fährte verloren. Von denen hier sollte eigentlich keiner mehr spawnen, wenn ich einen erledige. Das werden wir doch gleich mal versuchen. So, okay. Jetzt mal sehen. Soll ich die einfach so lange dezimieren? Das ist ein Plan. Ich werde die so lange dezimieren oder so weit dezimieren, dass nur noch wenige von ihnen über sind. Und die werde ich mir dann schnappen. So. Jetzt ist der Fokus wieder voll. Alter, der ist jetzt ganz alleine. Die verpissen sich jetzt hier ins Lager und der Boss geht da alleine hinüber. Das ist meine Chance. Das ist meine Chance. Die Chance, auf die ich gewartet habe. Jetzt ist er da unten. Sieh mal. Okay, das hat er jetzt abgewehrt. Okay, springen über ihn drüber, Waldläufer. Und jetzt von hinten. Und jetzt ein Klingenhagel. Und ein Finisher. Komm, ja, das sieht gut aus. So, jetzt gleich nochmal. Springen über ihn drüber. Dann hier die Faust in den Rücken und wieder ein Klingenhagel. Das sieht lecker aus. Finisher nachsetzen. Hervorragend, hervorragend. Das funktioniert gut, diese Taktik hier. Komm schon, mach ihn hier alle. Und auch hier wieder ein Finisher und langsam wird sein Health-Balken richtig klein. Das sieht gut aus, Leute. Den kriege ich down. Alter, warum leuchtest du denn so? Halt die Fresse, du Bastard. Hast mich jetzt lange genug Zeit gekostet. Shit, er hat abgewehrt. Zwei Schläge abgewehrt, mit dem dritten habe ich ihm den verdammten Schädel abgeschlagen. Sieh ihn dir an, die Fresse, wie ich ihn down gemacht habe. Hey, hier kriege ich eine Epic-Rune. Ogbur ist tot. Spitze. Zu geil, hier, lass mal die Rune aufnehmen für den Bogen. Und lass mal nachsehen, was das für eine Rune ist gleich. Och, zu geil. 70 Macht, 3 von 4 Häuptlingen sind down. Oh, wie geil. Hey, es hat gedauert, aber ich denke, langsam kriege ich den Dreh raus, dass ich hier diese Bosse hier einfach von den anderen trennen muss. So, lass mal lesen. Explosiver Niedergang. Eine Chance von 20%, dass ein tödlicher Kopftreffer an Urks und Ghouls eine Schockwelle auslöst. Oh, eigentlich geil, oder? Eigentlich verdammt geil. Eigentlich verdammt geil. So, jetzt lass mal hier nachsehen, welche Verbesserungen ich machen kann. Sieh mal hier, ich habe 2 Fähigkeitspunkte und ich kann hier in diesem Tree neu hineinskillen. So, lass mal hier durchsehen. Sofortiger Todesstoß. So, verringert die Zeit für eine Bodenhinrichtung. Das ist gut. Ein Übersprung über einen Gegner lässt diesen nun betäubt zurück. Ist natürlich auch geil. Verbessert Sprintangriffe, sodass auch Holzschilde beschädigt werden und Gegner zu Boden gedrückt. Großartig. Eine tödliche Variante des Schattenangriffs. Okay. Opfer von Aufzählungen und Klingenhagel explodieren und lassen umstehende Feinde zurückspringen. OMG. Wie geil. Das ist natürlich irre, weil Klingenhageltötungen, das passiert mir des Öfteren. Drücke C, wenn deine Trefferserie aufgeladen ist, um eine Aufzählung auf einen Uruk zu wirken.
Das klingt gut. Das klingt gut. Und das ist auch verdammt lecker. Das gilt der Papa jetzt hier. Habe ich genug Kohle, um hier irgendwo was reinzusetzen? Nee. Aber lass mal hier nochmal die Rune verkaufen, die wir hier hatten. Lass mal die hier in Mithril umwandeln. Haben wir denn noch irgend... Oh, sieh mal, hier habe ich so viele Runen. Aber die hebe ich mir auf, oder? Die hebe ich mir auf, ey. Wer weiß, was da noch kommt. Wer weiß denn, was hier noch kommt. Was auf jeden Fall jetzt kommt, ist ein großes Dankeschön von mir an euch. Liebe Knusperkekse und Blubbererschchen, wenn euch gefallen hat, wie der Papa hier die Ochs geschnetzelt hat, dann abonniert meinen Kanal. Ich freue mich schon, wenn ihr euch das nächste Video und Let's Play von mir anseht. Wir sehen uns bis dahin. Tschüss!